So, dann gucken wir uns doch mal hier unten zu Ende um und machen das Level-Up von Gorn. Auch wenn es da nicht wirklich viel zu entscheiden gibt, denn die 4 Punkte müssen auf jeden Fall in Rüstung, damit er endlich schwere Rüstung tragen kann. So. Und jetzt kriegt er den Helm auf und kriegt keine Abzüge auf Ausweichen. Das ist sehr schön. Kriegt auch gleich die schweren Schuhe an. Die Nomadenstiefel kriegt dann auch er. Er hat ja auch schon die anderen mit Eisschutz. Was machst du? Geschicklichkeit plus 1, Schutz plus 1. Okay. Da haben wir noch irgendwas an schwerer Rüstung. Ne, die macht plus 3, die macht plus 4. Ne, für ein Torso haben wir noch nichts. Aber so hat er schon mal Schutz 25. Er hat Ausweichen 27, das heißt, es nimmt sich einigermaßen gleich. Boah, besser als vorher. So, die Helme bewahren wir erstmal auf, denn wenn ich das richtig gelesen habe, können auch die hier später... Genau, 14 Punkte in leichter in Staff Defense, dann können die auch leichte Rüstung tragen. Das heißt, wir sollten ein Set leichte Rüstung aufbewahren für unsere Magier. Das wären dann die beiden Helme, eine Weste und das war's auch schon. Ja, wirklich viel Rüstung haben wir nicht gefunden. Die Sandalen können wir hier lassen. So, und hier ist sonst nichts. Gut. Was ist das für eine Grube? Oder ist das das Teleporter, wo wir hergekommen sind? Nee, das ist eine Grube. Wir müssen eh in eine Grube springen, aber laut meiner Karte ist sie ein bisschen weiter oben. Ist da eine Druckplatte? Werf mal was. Nö, da ist keine Druckplatte. Na gut, wir haben ja schon aus Versehen einen Schalter gedrückt. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen anderen Schalter, den wir aus Versehen drücken können und dadurch geht dann alles auf. Also, besser gesagt, geht dann alles zu, denn da sind ja noch zwei Fallgruben, die offen sind. Oh, und immer schön Sprüche vorbereiten. Was haben wir denn hier? Ja, noch eine Druckplatte mit einem Gegenstand drauf. Klick. Was sagt die Karte? Immer noch zwei Fallgruben zu. Aber vielleicht wird die Karte ja nicht wirklich aktualisiert, wenn man nicht da steht. Was ich gut finden würde. Denn unsere Charaktere können ja nicht hell sehen. So, keine Sachen zum Klicken. Nö. Dann gucken wir nochmal zu den Fallgruben. Ob unser Stein wegnehmen, der irgendwas bewirkt hat. Ja, die hintere Fallgrube ist zugegangen. Oder war die schon zu? Oh, und die Fallgruben werden eh nicht eingezeichnet mit offen oder zu, sondern einfach nur, dass welche da sind. Na gut, aber es hat den Anschein, als wenn die Druckplatten, wo schon was drauf liegt und wo man was wegnimmt, dass die Platten wieder zumachen. Also die Fallgruben. Das heißt, wir sollten uns einfach nur... Ah, da lag ein Schild drauf von so einem doofen Legionär. Das heißt, wenn meine Theorie stimmt, können wir jetzt durchgehen. Wenn nicht, muss ich mir was Neues ausdenken. Nee, stimmt. Schön. Und er wartet auch schon ganz ungeduldig zu sterben. Darauf zu sterben. So, Fackel kommt alles mit. Und hallo. Oh, noch mehr davon. Feuerball, Eis, Blitzdingens. Das war ein schöner Treffer. 46 Schaden. Weil sonst machen die Nahkämpfe ja nicht wirklich viel. Oh. Was haben wir denn hier? Also es kann momentan kein Gegner zu uns kommen, wenn ich das richtig sehe. Ah doch, der Fliegende kann zu uns kommen. Dann gehen wir mal hier hin, machen Tür zu und lesen jetzt die Schriftrolle.
Da steht drauf, zu Tiefen ohne Messbarkeit. Also endlose Schluchten, endlose Löcher. Das klingt nicht gut. Weil bisher konnten wir überall runterspringen und wir sind nur eine Ebene tiefer gelandet. Vielleicht sind das jetzt Dinger, die mal eben 2, 3, 4 Level tiefer gehen. Und dann macht es einfach knack und wir sind tot. Ja, definitiv abspeichern. Ich nee, wir meinen was Neues. LP023. Was sagt unsere Karte? Unsere Karte sagt, wir müssen da irgendwo runterspringen. Also in irgendeins dieser Löcher. Das heißt, wir nehmen gleich einfach mal das linke da. Das ist ja einigermaßen an dem Spot, wo ich das notiert hatte. Oder? Ja. Nee, ein weiter rechts und ein weiter oben. Also genau da in der Mitte. Na gut, jetzt müssen wir erstmal wieder zum Teleporter von den Legionären. Zeit und Flut. Bestien. Katakomben. Da dann rüber. Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Also wir können gucken, was im Teleporter ist, aber den Knopf werden wir nicht mit dem Stein gedrückt bekommen. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Aber erstmal bringen wir dich um. Das klingt nach einem guten Plan. Hm? Also jedenfalls für uns. So, und du willst da nicht reingehen? Das ist doch bestimmt was Böses, wenn du da nicht reingehen willst. Egal. Oh. Wir werden einfach wieder in den Anfang teleportiert. Und ich habe mir immer noch nicht gemerkt, wo die Katakomben sind. Hier? Hier waren die Gedankengänge. Hier. Also, wieder durch. Und ich werfe jetzt doch mal irgendwas. Nee. Oh, der ist hungrig. Was mit dir? Du nicht, du nicht, du nicht. Ich wäre ja versucht zu fragen, hat einer von euch eine Idee, aber ich denke mal, sobald ihr das hier guckt, bin ich schon wieder 4, 5 Folgen weiter. Also wir sind da runtergesprungen und kamen da raus. Wenn wir da runterspringen, kommen wir da raus, sonst da und da. Ja, ist egal, wo wir runterspringen, wir kommen einfach hier in den 4 Feldern raus und das bringt uns gar nichts. Vielleicht müssen wir erst in einen der anderen Bereiche was machen. Also in Flut und Zeit oder in der Bestienmenagerie. Weil hier wüsste ich jetzt echt nicht, was ich machen könnte. Gibt nichts zu klicken. Taktisches Runterspringen in tiefe Löcher gibt's auch nicht. Könnten wir die Tür hinter uns zumachen. Verändert aber auch nichts. Und auf jeder Seite liegt eine Schriftrolle. Das heißt, man muss ja theoretisch von jeder Seite rankommen. Und es sind 4 Seiten, also vielleicht die 4 Gebiete. Na gut. Dann müssen wir jetzt mal in was anderes rein. Und dann nehmen wir doch einfach mal... Nein, nicht Gedankengänge. Das will ich mir und euch jetzt so schnell nicht wieder antun. Zeit und Flut. Das klingt nach Rätseln, die auf Zeit basieren. Also wo man flink sein muss. Das klingt doch machbar. Oh. Was haben wir hier? Wurfdolche. Wahrscheinlich, um das Rätsel zu lösen. 1, 2, 3, Teleporter. Also muss im richtigen Moment werfen. Okay. 1, 2, 3, Wurf. Ah. 1, 2, 3, kurz warten, Wurf. Hihi, ich bin so gut. So.
Oh oh. Die kannst du noch gleichzeitig Druckplatten? Nee, doch nicht. So, den kriegst du wieder in die Hand. Was war das? Oh, okay, wir sollten was drauf liegen lassen, damit wir... Was haben wir hier? Achso, nur ein Rezept. Und ja, die Notiz kann alles hier bleiben. Fackel kommt mit. Ich habe hier immer noch Schiss, dass irgendwann die Fackeln alle sind. So. Ist hier noch irgendwas? Ja, eine Menge. Wo sind wir überhaupt? Wir sind da. Oh, da kommt was angeflogen. Muss man wohl einfach nur schnell sein. Das kriege ich hin. 1, 2, 3. Fackel lassen wir da. 4, 5, 6. Und ein komisches Rätsel. Oh oh. Ja. Nicht in die Ecke. Auf 5 Schaden. Ich tanze den Skelett-Tango. Mit vielen Skeletten. Die auch alle ausweichen. Außer er hier. Oh oh. Oh oh. Er hat gerade seinen Kumpel erschossen. Ja. Das gab jetzt keinen Erfahrungspunkt für uns. Das ist doof. Aber es war trotzdem lustig. Wir sollten uns nicht in eine Ecke boxieren lassen. Gut. Wir müssen gleich unbedingt einen blauen Stein suchen. Wo ist dein richtiger Dolch? Da ist dein richtiger Dolch. So, die Folge nenne ich Eigentor. Garantiert. Ein paar Pflanzen sind immer gut. So, wo sind wir überhaupt gelandet? Wir sind neben dem anderen Secret gelandet. Gibt es da vielleicht irgendwo eine Verbindung? Ja, anscheinend. Gut, hier können wir schon wieder raus. Aber wir wollen nicht raus. Wir wollen alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Solange es irgendeinen Zweck erfüllt. Was ja fast alles tut. Außer die Notiz. So, hier haben wir noch mehr Buddelratte. Aber sonst nichts. Da geht's noch lang. Da ginge es noch lang, wenn kein Gitter im Weg wäre. Was liegt denn da? Das sieht aus wie ein Plattenpanzer. Das sieht doch aus wie ein Brustharnisch, oder? So auf dem Rücken liegen, da ist der Schulterpanzer. Ha, da will ich jetzt hin. Oh, Pfeil wieder mitnehmen. Ne, da ist der Eispfeil. So. Na gut, merken wir uns mal, das ist irgendwo... Boah... Da... Oder so. Nein, das will ich jetzt nicht. Entschuldigung. Zack, 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 zack. Wir sind letztes Mal da runtergepurzelt. Ne, das muss weiter. Hier irgendwo. Also das hier ist eine Linie. Das heißt, wir müssen 4 runter von dieser Linie. 1, 2, 3, 4. Irgendwo auf dieser Reihe. Eigentlich hier irgendwo runterspringen, damit wir hinter dem Gitter hier landen. Oh, da kann man gar nicht runterspringen. Die Decke ist massiv. Huh. Na gut. Vielleicht kommen wir auf die andere Seite ja noch irgendwie anders. Weil wir haben ja, sind ja hier runtergesprungen, haben eine Verbindung dahin gefunden. Vielleicht springen wir irgendwann später hier runter und finden eine Verbindung dahin. Na gut, erstmal jetzt zurück zum
Was ist das eigentlich für ein komisches Schleimgeräusch? Jetzt wird's leiser. Also hier sind vielleicht irgendwo Schleime. Aber egal. Wir wollen jetzt erstmal zurück. Und wir wollen nochmal zurück und weiter hoch. Wir wollen nämlich zu unserem blauen Kristall. Und der war ja hier oben über die eine Fallgrube rüber. Genau. Da war er. Zack. Oh, die blauen Kristalle regenerieren übrigens kein Hunger. Das könnte auch noch wichtig werden. So. Wieder runter. Und Zeit für einen neuen Cut. LP 024. Bis gleich.